Das ist schon mal sehr nett. Und ja, noch mehr von diesem Weed. Und ein Secret. Ja, genau davon lebt Grimrock nämlich auch. Schuhe, ein Fisch und eine Fackel. Ja, Fackeln werden im Untergrund sehr wichtig. Way cool, die Truhe wird sogar angezeigt. Weil, wenn wir in einem Dungeon sind, wird es dunkel. So, das heißt, wir haben schon mal Darts. Wir haben. Also, jetzt ist jeder unserer Charsmen bewaffnet schon mal. Da vorne geht's weiter. Wow, noch eine Schildkröte und noch ein Ei. Bewerfen wir sie erst einmal. Genau, komm hier ruhig her. Angerannt. Au. Nochmal auf mich. Das ist nicht nett, dass ihr dauernd Bredo hier fressen wollt. Ja, KI-Aussetzer, sowas liebe ich. Gab es übrigens auch schon im Grimrock 1. So, Essen, Essen. Ist das ein Stein? Nein, das ist kein Stein. Stein ist hier. Hier wäre schon mal ein Schlüssel benötigt, noch ein Stein. Und ich höre da drin schon wieder eine Schildkröte rumlaufen. Okay. Also würde ich fast schon sagen, ich gebe ihr schwere Waffen und ihm leichte Waffen. So dass sich das einigermaßen ausgleicht. Weil sie kriegt ja Range Weapons und der kriegt Firearms. Und hey, hier ist ein Key, den wir da gleich brauchen werden. Wie man gesehen hat. Und ja, den Rest haben wir uns schon angeguckt hier, gell? Ja, da geht's also da oben weiter. Shipwreck Beach, okay. Die Gebiete haben sogar Namen. Gar nicht mal so schlecht. Oh ja, ich mag das Spiel jetzt schon. Schlüssel. Einfach da reinstecken ins Schlüsselloch. Press Tab to access the map. Oh ja. Und immer auf Besonderheiten an den Wänden achten. Obwohl, das hier sind natürliche Wände. Ich glaube nicht, dass die Secrets hier so versteckt sind. Ah ja, das ist dieses ein schönes Rätsel. Ah, erstmal sammeln wir hier ein Tattered Shirt auf. Kriegt sie schon mal oben rum was. Talisa, so. Und dann müssen wir hier. So ein Spielchen hier machen, weil die Druckplatte öffnet die Tür und die hier schließt sie wieder, wenn sie aktiviert wird. Da wir aber so gesehen die Druckplatten schon benutzt, die hier schon aktiviert hatten, also drauf gestanden sind und da was platziert hatten, wurde die einfach übergangen und es wurde blieb offen. So, ein Brief. Ein Brief und offenes Gebiet. Sehr viel offenes Gebiet und da ist ein Speicherkristall. So, erstmal will ich hier speichern. Save Game. LP 01. 001 besser. Und fertig. Crystal of Life, touch to heal wounds and restore dead champions back to life. Beware, its power needs to time to recharge. Also ja, wir können nur hier speichern. Das sollten wir auch ausnutzen, wenn wir es können. So, wir können jetzt in verschiedene Richtungen. Ich will erstmal den Brief lesen. Lieber Besucher, willkommen auf meiner Insel. Ich hoffe, deine Reise war nicht zu. Er hat deine Gesundheit nicht zu sehr beeinträchtigt. Ich denke, du wirst diese Insel sehr wundervoll finden. Den im Augenblick wunderbarsten Ort auf Erden. Ich habe nicht gro keine großen Hoffnungen über dein Überleben. Aber vielleicht kannst du mich dafür überzeugen, dass ich falsch liege.
Besser du rüste dich aus, bevor die Nacht hereinbricht. Der Inselmeister. Also ja. Da können wir nichts anklicken. Da würde es weitergehen. Da war der Altar, wo was drin. Oh. Hi, Kumpel. Wow. Also ja, dass jetzt Gegner solche Special Abilities haben, ist auch ein bisschen neuer. Wow. Autsch. Und da hinten sehe ich gleich noch eine. Sag bloß, du läufst wie ein Feigling weg. So, Schildkrötenfleisch. Okay. Hier stecken Wurfmesser drin, 3 Stück an der Zahl. Und hier sah eigentlich so aus, als ob was versteckt ist. Das sieht eigentlich wie ein Loch aus, sogar, was man benutzen könnte. Kann ich da einen Stein reinstecken? Nein, ich kann nur dagegen werfen. Wow, 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 wow. Ja, ein Critical, das ist schön. So, benutzen wir mal Wurfmesser. Hey, das ist sogar cool, wenn ich daneben werfe, dann bleibt das Wurfmesser nicht mehr stecken, wie früher. Was auch mittlerweile irgendwie Sinn macht. So. Sondern es bleibt auf dem Boden liegen, dass ich es wieder einsammeln kann. Sehr nice. Und ja, Schildkrötenfleisch ist schwer. Eine Spruchrolle, Fireburst. Fireburst. Fire Spell. Blastet dieses Fire Damage. Ja, das kennen wir ja. Also ja, das ist das Runensystem. Wenn ich die Runen mal aufrufen könnte irgendwann, kann ich euch das ja mal zeigen, das Runensystem. Ich hätte schwören können, hier lag irgendwo noch ein Brief. Also ja, ich habe den Brief hier gesehen. Und der blaue Kristall wird eingezeichnet. Ja, sehr schön. Dem Frieden, da traue ich nicht so ganz. An der Pflanze kann ich nichts machen. An der da auch nicht. Ich hätte schwören können, hier liegt noch irgendwo eine Nachricht. So, jetzt kann ich mich aber hier mal umschauen. Was willst du haben? The item does not fit in the statue's hand. Also ja, diese Statue braucht einen Gegenstand. Dann passiert hier wahrscheinlich irgendetwas Tolles. Ein Stein? Ein Wurfmesser? Nein. Eine Frucht? Ein Brief? Nö. Ein Fisch. Oh, du hast noch Schuhe, die du anziehen kannst. Ja, okay. Da gucken wir mal auf das Feld. Ja. Was steht hier? X mark the spot. Das X markiert die Stelle. Müssen wir jetzt hier... Na, das war nicht so, wie ich es wollte. Müssen wir jetzt anfangen, hier Sachen draufzulegen. Wir haben so viel Schildkrötenfleisch. Legen wir mal Schildkrötenfleisch hier drauf. So. Und bleibt es oben? Ja, es bleibt oben. Also können wir das Schildkrötenfleisch wieder einsammeln. Gut. Und es wird dunkel. Wir können auf der Karte ja nicht mehr sehen. Nee, also gehen wir mal weiter. Hey, you can read them from the pause menu. Okay, Tutorial Hints. Gut. Blauer Kristall. Also wie gesagt, ich habe das jetzt angelassen.
Das sieht aus nach einer Feuerstelle. Müssen wir jetzt irgendwie Holz zusammensammeln, um Feuer zu machen? Was steht hier? Willkommen zum Ort deiner ersten Herausforderung. Wenn du bereit bist, stell dich in den Zirkel und call out the Guardians. Nein. Goldener Schlüssel. Irgendwie habe ich da nicht so den Drang dazu. Da hinten ist schon mal ein Dungeon zu sehen. Aber nee, ich fühle mich noch nicht bereit für eine Herausforderung. Und es wird Nacht. Okay. Ich könnte jetzt die Fackel benutzen. Aber das macht es gerade mal ein bisschen heller noch. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier lang weiter. Oh. In der Hoffnung, irgendwas Interessantes zu finden. Und wir finden irgendwelche Jungs. Au. Die gut ausweichen können. Okay, sehr gut sogar. Ha, diesmal habe ich dich durchschaut. So. Au. Edge Patch. Ja, das ist so lame teilweise. Gibt aber wenigstens Erfahrungspunkte. Au. Das tut weh übrigens. Ja, auf den Trick falle ich nicht noch mal rein. Ja, stirb bitte endlich. Bevor da noch einer kommt. Au. Ihr seht so irgendwie aus wie so Murloc-Verschnitte. Nur ein bisschen besser designt. Hier ist Licht. Was steht hier? Legend of Kilhagan. Das zweitwichtigste wertvolle Ding im Leben für einen sehr erfahrenen Captain ist sein Schwert. Weil ohne es kann er seine Crew nicht kommandieren. Deshalb, wenn er seine Waffe verliert in einem Schiffswrack am Strand, dann verliert er das, was am wichtigsten für ihn ist. Wow, das ist jetzt gar nicht gut. Ah, das ist sowas von gar nicht gut. Dass sich Gegner verkrümeln, wenn sie Schiss haben. Ja, das war jetzt nicht gerade die hellste Art. Wow. Okay. Wenn er seine Waffe in einem irgendwo auf dem Schiffswrack Strand verliert, dann verliert er auch den Respekt seiner Crew. So, du kannst mal wieder nach vorne. Und ich würde sagen, wir essen jeder mal etwas. Wir haben so viel Schildkrötenfleisch im Augenblick. Wird jeder mal was essen und dann rasten wir mal kurz. So. Und ja, hier sind noch mehr Schiffswracks. Also ja, wir brauchen das Schwert des Kapitäns, um da reinzukommen. Ich habe wieder so ein Vieh gehört und da ist noch eine neue Pflanze. Hauen wir mal den Busch hier weg.
Ja, eine Passantenkappe. Sehr schön, die macht auch mal Protection für die hintere Reihe. Das Holz können wir jedoch nicht aufnehmen. Okay. Hier ist noch mehr von diesem Zeug. Das lese ich mir mal bei Gelegenheit, bei einer ruhigen Minute lese ich das mal vor. Beim Augenblick ist es mir einfach zu gefährlich, hier Sachen vorzulesen, während solche Viecher in der Nähe sind. So, hier ist nichts mehr, was interessant sein könnte. Hier war die Tür, da war Gebüsch. So, dann gucken wir hier mal weiter. Was steht hier? Windgate Terminus East. Östliches Windtor. Braucht einen Schlüssel. Was machst du? Ein Teleporter an. Ja, gut. Finde ich schon mal sehr toll. Hauen wir mal die Schildkröte hier weg. So. Gut. Kriegen eigentlich immer noch alle dieselben Erfahrungspunkte? Ja, kriegen sie. Gut. Windgate Terminus West. Ah ja, okay. Ah, das Rätsel ist auch nett. Erstmal haben wir hier einen Sack. Da haben wir eine Schleuder schon mal drin. Und Steine für die Schleuder. Sehr gut. Das heißt nämlich, also erstmal kann der Sack dazu ihr. Dann können wir in dem mal schon mal Nahrung verstauen. Also Container in Form von Säcken und Kisten sind nämlich wichtig. Da der Inventarplatz ja ziemlich klein ist. Aber wir haben schon mal eine Geschosswaffe, also eine Sling. Das ist schon mal gut für unsere Silastra. Ja, jetzt bringe ich schon meine Charaktere durcheinander, weil sie ja auf weil sie auf Wurfwaffen geskillt ist. So, ein Heiltrank. Right click to use. Den könnten wir theoretisch auch in die Hand legen. Aber will ich nicht. So. Das war ein nettes kleines Rätsel, aber das kenne ich schon aus dem ersten Teil, dass man Sachen durch Gitter durchlegen kann. So. Okay, wir haben schon mal die erste gut bewaffnete. Du bist eine Light Weapon. Dexterity plus Dexterity. Und was machst du? Du machst plus Strange, aber du machst sehr viel mehr Schaden. Du machst plus Strange. Ah ja. Was macht denn mehr Schaden? 4 bis 11, 3 bis 10. Okay, du machst doch mehr Schaden. Und du machst halt 6 bis 15. Okay. Gut, dann können wir jetzt hier wieder durch. Oh, da sind zwei von der Sorte. Au. Ja. Gut, komm ruhig her. Solange wir zurückgehen können in der Sackgasse. So. Ist das alles gar kein Problem. Und ja, man merkt, mit der Sling klappt das schon mal viel besser. Jawohl. Gut, wir nähern uns schon mal unserem ersten Level ab. So, wir müssen unsere Steine wieder einsammeln, unsere Darts. Ja, und da ist eine große Kiste, noch so eine Pflanze, eine große Kiste. Was hat die denn? Eine Shovel.
Right click to use. Found nothing. Okay, shovel note. Ah ja, I buried it. Rapier. Requires light weapons, okay. Scroll of Poison Cloud und ein Fisch. Ah, dann kommen da jetzt mal Sachen rein, die wir nicht unbedingt brauchen. So wie der Letter hier und der Letter. Kann das schon mal da bleiben. Aber ja. At the lone oak in the shadow of the blue light, I buried it. Das ist ja ganz klar, was das bedeuten soll. Also da ist wahrscheinlich das Schwert von ihm hier versteckt. Okay, erster Dungeon, aber nee, da will ich noch nicht rein. Die einsame Eiche im blauen Licht, das ist hier. Can't dig here, digging. Found nothing. Immer noch nichts gefunden. Passt du auch hier drauf? Ja, passt du. Goldener Schlüssel. Ah, das war einfach nur für das Rätsel hier. At the lone oak in the shadow of the blue light. Hier gemeint? Ja, found a treasure and gained a level up. Sehr nice. Eine Robe und ein Heiltrank. Die Robe, Protection Vitality. Die kriegst doch du dann doch mal du hier. Und ja, Level up. Das heißt, wir können jetzt einen Skill Point verteilen. Bei Brenwear wären das jetzt mal Light Weapons, habe ich ja gesagt. Also sowas wie der Rapier und so kriegt er. Sie Heavy Weapons. Sie kriegt... Hä? Ich war der Meinung, ich hätte was gehört. Sie kriegt Skills... Throwing Miss Weapons würde ich eigentlich gerne oder Accuracy. Ne, ich glaube, ich steige erstmal weiter Missile Weapons bei ihr. Und bei ihm würde ich gerne Alchemie weiter steigern. Accept. Dankeschön. Die Truhe ist leer. Da haben wir den Schlüssel gefunden. Den würde ich ja gerne gleich mal ausprobieren. Also her mit dem Schlüssel. Und nochmal kurz speichern. LP002. Wenn wir schon mal hier sind. Der Schlüssel passt nämlich da hinten bei der Prüfung. Und ja, das ist das Schöne am Open World. Wie es hier schon angepriesen wurde. Potion of Strange. Pellets. Backbiter. Du bist eine leichte Waffe, die auf die Dexterity Skill. Brauchen wir schon mal nicht. Permanently increased Strange. Du hast 17, du hast 15. Also ist das ja wohl klar, dass du das kriegst. So. Pellets. Pellets machen Feuer, oder? Shift click to handle. Ja, so mache ich die auf. Und wie benutze ich die? Okay. Da wird es sicherlich noch so eine Art Anleitung für geben, für was die Pellets gut sind. Da rein will ich erstmal noch nicht.
So, wir sind schon etwas besser ausgerüstet als vorher. Wir haben es Tag. Das heißt, für uns geht es jetzt erst einmal hier runter. You can rest to here once. Ja, okay. Das heißt, Fackel in die Hand und ab in den ersten Dungeon. Und ja, den Bug kenne ich noch. Nicht auf der Treppe drehen. Der erste Dungeon. Sehr schön. Hier sammeln wir schon mal Halls of the Dead. Okay, Hallen der Toten. Hier sollten wir schon mal Fackeln mitnehmen und uns die Wände ab jetzt genauer ansehen. Die Wand da sieht schon mal kaputt aus, bringt uns allerdings nichts. Gucken wir mal hier rein. Scroll of Shock. Noch eine Healing Potion, die sind zum Glück jetzt stapelbar. Fackeln auch? Nein, Fackeln nicht. Aber Fackeln brauchen wir. Lockpicks. Cool. Lockpicks. Jetzt können wir also versuchen, Schlösser zu knacken. So, Hallen der Toten. Da hinten sehe ich schon mal einen Teleporter. Zombies. Beziehungsweise eine Mumie. Ja, komm her, Mumie. Stirb einfach, Mumie. Oh nein, sind keine Teleporter. Leatherboots, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann kriegen mal unsere hinteren Leute auch mal Protection. So. Und ja, immer schön die Wände abgucken, weil hier sind meistens Schalter versteckt. Oder manchmal Schalter versteckt. Will ich das hier rausnehmen? Require Firearms plus 1. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe. Das ist Munition für die Pistole. Geil. Okay. Ups. Das habe ich jetzt schön gemacht. So geht das übrigens wieder auf. Und ja, ich kann wirklich ballern. Au. Krass. Okay, die Mumie ist ein bisschen zäher. Das Blöde ist halt, Munition ist rar gesät. Wow. Gegner jedoch nicht. So. Ist halt ein bisschen blöd, dass man. Wow. Wo ist mein letzter Stein? Den hätte ich schon gerne wieder. Ach, der bleibt automatisch da liegen auf der blöden Druckplatte. So, mal kurz umgucken. Hier hatten wir schon alles. Da ist eine Tür schon mal, durch die wir durchsehen können. Für die brauchen wir allerdings einen Schlüssel. Ja.